Hallo. Palim, palim. Die Post war da. Die Post war da. Paket Nummer 125. Das ist ein Paket vom Chefkoch, von Markus. Ich würde sagen, wir gucken mal, was da kommt. So, ich heb das Paket jetzt über Kopf, dass ich die Adresse jetzt nicht bemalen muss oder durchstreichen muss oder was auch immer. Gucken wir mal, was der liebe Markus mir denn jetzt alles mitgeschickt hat. E-Zigaretten leben. Jawohl. Oh, der hat ziemlich viel hier eingepackt. So, leer. Nichts mehr drin. Er hat mir mitgeschickt sein neues Aroma, das Amuse-Bouche. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Da wollte ich eigentlich nur eine kleine Probe zum Probieren, aber die hat er dann auch so sehr selber weggedampft. Jetzt hat er mir ein komplett neues Aroma mitgeschickt. Das heißt, das müssen wir jetzt noch schnell anmischen. Und dann könnte man eigentlich vielleicht sogar mal einen kurzen Test machen, ob denn das schon dampfbar ist, direkt nach dem Anmischen. Dann haben wir hier eine Visitenkarte vom Chefkoch. Chefkoch Markus Jörg. info@chefkoch-shop.de mit Handynummer und Webadresse. Vape on 10% auf das Sortiment, also es wird irgendwann in Zukunft auch einen Code geben, irgendeinen JD-Code, und ich hoffe, dass da ein paar Prozente mehr drauf sind, aber so weit sind wir noch nicht. Das finde ich cool, da hat man so eine kleine Bürste mitgeschickt, wo man die Keule ausbürsten kann, und die ist nicht aus Metall. Das finde ich gut. Cool. Markus, danke. Dann hat er mir ein Vapeband mitgeschickt. Ein Chefkoch Vapeband. Und insgesamt 5-6 Packungen Coils. Aufkleber auch noch. Den darf man jetzt natürlich auch nicht unterschlagen. Chefkoch Aufkleber. Insgesamt 5 Coils. A Plus. Aromameister Plus. Gucken wir gerade mal geschwind an, wie die aussieht. Und die sollte jetzt eigentlich theoretisch alles komplett Any 90 Drähte sein mit Any 80 Mantel. Der Keil, das sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Wollen wir alle irgendwann in den laufenden Tagen irgendwo verbauen und mal ausprobieren. Single Keil, 0,3 Ohm. Kriege die Schachtel auf. Wow. Warum kriege ich jetzt doch jetzt? Also hat er mir 2 Single Coils mitgeschickt. Das sind die Füße auseinander. Das heißt, man kann die im GT4 einbauen, im Vaporgiant V6 und in viele andere. Eine Coil speziell für den Mato. Die wird wahrscheinlich vom Innendurchmesser dann ein bisschen größer sein. Ich weiß jetzt nicht, was wir für einen Innendurchmesser sind. 3,5, vielleicht sogar 4. Und ich glaube, da muss ich mir noch ein bisschen Informationen vom Markus einholen. Dual 0,15 Ohm. Auch richtig wuchtige Keul. Dann haben wir MTL. Oh, die sieht eigentlich tatsächlich sehr fein und filigran aus. Werde mit Sicherheit mal in der Brunhilde austesten.
Oder eventuell immer andere MTL-Verdampfer, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wo ich mal eine etwas größere Keule ausprobieren möchte, das ist im Kaifun Prime Mechdual 0,11 Ohm. Ja, das sieht nach einer Ballerkeule aus. Sieht nach sehr, sehr viel Material aus. Schade, dass da ein bisschen mehr Beschreibung dabei ist. Aber da werden wir wohl noch ein bisschen mehr Informationen dann vom Markus direkt kriegen. Jetzt gucken wir bloß mal, dass der Markus irgendwo auf der Rückseite vom Aufkleber was draufgeschrieben hat. Und ich das wieder sehe. Das hat nämlich der Obi auch schon gemacht. Ich habe den Aufkleber zur Seite gelegt und die ganze Informationen, die habe ich dann nachträglich ins Video wieder mit reinschneiden müssen, was er draufgeschrieben hat. Aber leider nichts Schriftliches dabei. Dann würde ich sagen, wir mischen das Amuse-Bouche gleich mal an. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Amuse-Bouche spricht man, glaube ich, Amuse-Bouche aus. Banane, Erdnuss, Keks. Banane-Keks könnte ich mir sehr lecker vorstellen. Erdnuss. Ich habe eine Nussallergie und da kann ich jetzt echt nicht sagen, ob ich das dampfen kann. Deswegen wollte ich auch nur eine kleine Probe haben, weil ich da ein bisschen Schiss davor habe, dass ich das eventuell nicht verwenden kann. Ich glaube, er hat gesagt, er nutzt das vorwiegend MTL. Also riecher tut es echt schon mal richtig, richtig gut. Dann hole ich mir mal eine Base. Mische das jetzt ganz normal für DL an mit meiner OWL-Base mit 3 Milligramm. Und mache die Flasche jetzt nicht ganz voll, so dass sie eventuell, wenn ich sage, ich finde es cool, und mit Nikotin aufstocken kann und MTL nutzen kann. So, jetzt tue ich mal mein Licht wieder hinter die Flasche, dass ich den Füllstand sehe. Da wieder dunkle Flasche. Also hier haben jetzt hier 80-20 Base. Da ist relativ viel Aroma drin. Also wenn man sich das DL dann mischt, könnte man theoretisch auch VG pur nehmen. Und wir haben jetzt geguckt, wie viel Aroma das drin ist. Ich schätze jetzt einfach mal irgendwas zwischen 15 und 20 Milliliter. Aber das können wir ja geschwind nachgucken. So, was ich immer mache, die Spitze zurück in den Deckel ansetze. Schrauber, bis es klack klack macht. Man weiß jetzt nicht, ob man es gehört hat. Ich hoffe mal. Schüttle, fertig. Aroma 15 Milliliter. So. Dann brauche ich jetzt einen Tröpfler. Ich will das jetzt gleich direkt nach dem Anmischen probieren. Ob das irgendwas sein könnte, wo mir mundet. So. Die Watte, die ist jetzt richtig trocken. Das war jetzt echt der letzte Zug kurz vor 3. Watte raus, neue Watte rein. Und dann testen wir mal das Amuse-Bouche direkt nach dem Anmischer. Erdnuss, ich glaube, das ist so ein Aroma, das braucht ein paar Tage Reifezeit. Weil der Markus hat auch gesagt, das soll es zeitnah anmischen, weil das sollte mindestens 3 Tage reifen. Ich sag eigentlich eher, 3 Tage ist für viele Aroma definitiv zu wenig.
Und gerade Erdnuss würde ich jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen länger reifen lassen. So, was ihr jetzt gerade mitkriegt habt, mein PC hat sich aufgehängt. Blue Screen. Also, wir waren jetzt mit dem Mikle beschäftigt, da haben wir jetzt auch direkt weiterhin alles stande und liegen lassen, wie es war. Ich hoffe, dass die Aufnahme auch soweit funktioniert hat. Ansatz, wo ich mit dem Finger rumdrillert habe, habe ich weggeschnitten. Warte, schieben wir nach unten. Ja, Tröpfler zum Mikle ist halt echt mega einfach. Da musst du nichts, auf nichts achten. Sind die mega gut. So. Warte, ohne reingestopft. Amis Busch, das schütteln wir jetzt nochmal. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob die Banane eine leckere Banane ist. Wie der schmeckt. Also, ich wiederhole es immer wieder bei meinen First Impression, wenn ich so ein Aroma teste oder direkt nach dem Anmische. Es ist kein Aroma-Review. Ich kann noch keine Aussage dazu treffen, weil ich es gerade eben erst angemischt habe. Ich kann euch nur mitteilen, ob man das direkt nach dem Anmische dampfen kann. Aber ich kann euch noch keine Geschmacksbeschreibung geben. Ob man es direkt nach dem Anmischer dampfen kann, das findet man jetzt gerade im Moment raus. Man kann es jetzt schon dampfen. Die Erdnuss, die ist eigentlich tatsächlich schon wahrnehmbar. Die Banane ist auch schon wahrnehmbar. Der Keks, der fällt aber noch komplett. Also da kann ich definitiv empfehlen, stande lassen. Also mir schmeckt es jetzt direkt nach dem Anmischen noch nicht. Das ist ein Aroma, das braucht tatsächlich ein paar Tage. Und es schmeckt noch wie Erdnuss mit einer ganz, ganz leichten Hochbanane. Also ich würde sagen, noch nicht gut. Braucht Reifezeit, weil ich vermute mal, dass der Keks das Ganze nachher letztendlich rund macht. Dass das noch richtig gut wird. Ja, und demnächst wahrscheinlich auf Twitch. Wollen wir uns dann die ganze Calls hier mal in Ruhe anschauen. Da haben wir jetzt ja 6 verschiedene Calls. Sind auf jeden Fall alles komplett NI80, NI90 Calls. Weiß jetzt nicht, ob welche dabei sind, wo komplett aus NI80 sind, aber in der Regel ist immer der Kern NI90 und die Umwandlung NI80. Das haben ja, glaube ich, in meinem Autovlog auch schon erzählt. Wer meinen Autovlog-Kanal kennt, die machen mal das Video. Den Link schreibe ich unter das Video in die Beschreibung, ne? Das sind die neuen Calls, die wird es demnächst irgendwann auf Twitch geben, wo ich dann ein bisschen was dazu erzähle. Dann würde ich sagen, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!